Einen Abend ganz unter dem Motto der Gitarre veranstaltete die Musikschule Linz im Brunner Stift. Bei freiem Eintritt stellten ambitionierte Schüler vor vollem Hause ihre Fingerfertigkeit unter Beweis. Live und unverstärkt gaben die jungen Talente bekannte Lieder der Musikgeschichte zum Besten, zum Teil auch mit gesanglicher Begleitung. Das große Highlight des Abends war der Zusammenschluss von 20 Musikschülern zum Gitarrenorchester Vielseitig. Im Ensemble bewiesen die jungen Musiker, dass Gitarrespielen nicht immer eine Solo-Angelegenheit sein muss. Die Idee ist einfach, dass die Kinder halt gemeinsam spielen lernen, dass sie da Spaß haben, dass sie gemeinsam Musik machen, aber eben auch, dass das Soziale im Vordergrund steht und nicht nur, dass alles pingelig genau passt und keine Fehler passieren. Es soll jetzt so ein Rundum-Projekt sein, wo man andere Gitarristen kennenlernt, wo man was gemeinsam unternimmt, und das ist halt das, was wir geschafft haben in die Proben bis jetzt. Ja, es ist sehr aufregend, weil also ich spiele das erste Mal mit und ich habe jetzt Erfahrungen gesammelt, wie das ist mit anderen Leuten spielen, gemeinsam zusammenspielen, und sehr super und hat mir voll gefallen. Man muss auf die anderen hören, man muss auch schauen, man muss sich aufeinander verlassen können, dass jeder weiß, was er zu spielen hat, dass jeder weiß, wo er hinspielen muss. Also es ist eine Dynamik muss da sein in der ganzen Gruppe. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Die Junggitarristen glänzten auf der Bühne und ernteten für ihre ausgezeichnete Leistung den verdienten Applaus.